Ich glaube, wir müssen sogar in die Richtung, oder? Da können wir jetzt das hier kaputt machen, da. Da oben haben wir auch noch so ein Häufchen. Und eine Schweinsnase. Zum Glück bin ich nochmal zurückgelaufen. Ich hätte die echt nicht... Die hört man nämlich auch nicht gerade. Okay. Ah, dann hebt sie jetzt die Plattform hier. Okay. Es gibt auch witzigerweise keinen Hinweis mehr. Ah, doch. Ja, ich habe nichts gehört. Ich habe sie durch Zufall, habe ich sie jetzt gesehen. Aber das war's auch schon. So, dann machen wir das hier erstmal rein. Okay. Da kommen wir in den Geheimgang. Ist hier noch irgendwas? Nein. Okay. So. Da geht's zur Grinsekatze. Die Frage ist jetzt... Aha. Also das ist ja nicht der normale Weg. Hier ist irgendein Bonus mehr oder weniger. Also praktisch wirklich so ein Geheimgang wie sonst auch. Glaube ich zumindest. Und hoffe ich. Da oben ist eine Blume. Achso. Ah ja. Okay. Wir werden das sowieso rauskommen. Ich werde das mal lassen, weil ich glaube, wir haben momentan... Sehe ich das hier? Ich glaube, wir haben nämlich volle Leben gerade. Von daher würde ich mir das gerne aufheben, weil das bestimmt wieder so ein mieser Kampf einfach ist, wo ich danach wahrscheinlich mit einer Viertel Rose rausgehen werde. So. Und das machen wir noch und danach werde ich eine Aufnahmepause machen. Achtung, Schüsse aus der Pfeffermühl können vom bedrohlichen Verfall zurückgelenkt werden. Achso. Willkommen, Alice. Hier ist eine Kleinigkeit, um deine Schädeldecke zu lüften. Oh Gott. Was ist schnell? Was ist schnell geweckt und stirbt zuletzt? Interesse, Baby. Hoffnung ist schnell geweckt. Nein, Hoffnung ist nicht schnell geweckt. Träume sind schnell geweckt und Träume, glaube ich, sterben zuletzt, oder? Was stirbt zuletzt? Also, stirbt zuletzt Baby? Nein, das macht keinen Sinn. Baby ist totaler Quatsch. Hoffnung, Hoffnung ist nicht schnell geweckt. Hoffnung dauert... Naja, kommt immer drauf an, aber ich glaube, Hoffnung dauert ewig, bis sie kommt, oder? Ich bin kein Fan von Multiple Choice. Das Problem ist, was ist schnell geweckt? Interesse ist schnell geweckt. Stirbt Interesse zuletzt? Weiß ich nicht. Träume schnell geweckt? Ja, Träume sind schnell geweckt und Träume sterben eigentlich nie. Also würde ich fast sagen Träume. Ich hoffe, es ist richtig. Oh, Gott sei Dank. Excellent. Oh, Gott sei Dank. Ich war mir echt nämlich nicht sicher. So, male die Rose rot an. Dann haben wir schon mal eins. Sehr schön. So. Und dann gehen wir auch wieder raus. Ach, das war ein Wortspiel. Ah, okay. Jetzt habe ich es gecheckt. Ja, Träume, wenn man schläft, klar. Schnell geweckt. Wenn man denjenigen aufweckt, sind die Träume weg, praktisch. Also drum sind sie schnell geweckt. Und sterben zuletzt tun sie auch, weil die ein Bestandteil von uns sind. Das heißt, wenn wir sterben, sterben danach erst die Träume. Okay. Oh Mann. So, ich habe gerade gesehen, er hat gespeichert. Das heißt, ich werde an dieser Stelle jetzt eine Aufnahmepause machen. Ich muss auch nochmal gucken, weil das Ruckeln wird immer stärker. Und ich weiß nicht, ob das im Spiel liegt. Wenn ich mir jetzt so die Auslastung vom Rechner etc. ansehe, ich habe das nur auf dem anderen Monitor drüben, dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Und es läuft eigentlich auch jedes andere Spiel, Doom 3 etc., läuft alles flüssig, bis auf Alice. Alice habe ich immer Ruckler drin, aber ich habe keine Ahnung, warum. Huch. Wie habe ich diese Anzeige jetzt hingekriegt? Ah, okay, weil ich hier... Okay. Gut, ja, dann bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Aufnahme beziehungsweise in der nächsten Folge gleich wieder oder vielleicht geht es auch gleich im Anschluss direkt weiter, das weiß ich noch nicht, das kommt darauf an, wie ich das Ganze jetzt schneide und ja, ich hoffe, euch macht es mega viel Spaß, genau wie mir, also ich muss sagen, ich will unbedingt wissen, wie diese Geschichte ausgeht, das ist, keine Ahnung, man sieht hier, alles fliegt hier weg.
alles wird hier eingesaugt praktisch dann von diesem, ja, schwarzen Loch, keine Ahnung, von dieser Katastrophe hier und ich bin mega gespannt. Und ja, wir werden es auf jeden Fall rausfinden. Ich werde es bis zum Ende durchspielen, denn ich möchte selber wissen, wie es weitergeht. Und bedanke mich an der Stelle und ja, wünsche auf jeden Fall dann noch viel Spaß. Tschüss! Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Aufnahme von Alice Madness Returns. Und wir ja, haben gerade das dritte Kapitel betreten und haben diese komischen Dinge zu hinten gemacht, dieses Rätsel. Und sind gerade dabei zu begutachten, wie der ja, Verfall mehr oder weniger das gesamte Wunderland langsam aber sicher vernichtet. Und können da jetzt auch daran direkt anknüpfen. Vollgeheilt sind wir, glaube ich. Ne? Ja, genau. Volle Leben haben wir. Und schauen jetzt einfach mal, dass wir, wie weit wir kommen. Und das haben wir, glaube ich, alles schon kaputt gemacht hier, ne? Ja. Das spawnt irgendwie ab und an immer wieder. Keine Ahnung warum. Hoch. Es fängt schon... Mal ernsthaft, ich habe das Spiel gerade gestartet und es fängt sofort an zu ruckeln. Das gibt's doch gar nicht. Das, ich verstehe es nicht. So. Da hatten wir die Schweinsnase. Die war da oben irgendwo, glaube ich. Ich kann mich gerade gar nicht mehr dran erinnern. Und wir müssen... Ich glaube, wir müssen da lang, ne? Genau, da oben. Genau, da oben bin ich durch Zufall, glaube ich, reingelatscht. Das heißt, es geht hier lang. Meine ich zumindest, dass es dann lang ging. Schauen wir einfach mal und lassen uns überraschen. Das können wir noch kaputt machen hier. So, Moment. Sekunde. War da hinten nicht auch noch irgendwo so ein komisches Häufchen? Oder habe ich mich da getäuscht? Oder habe ich das schon alles eingesammelt? Das da unten haben wir. Noch Kisten, aber die sind, glaube ich, einfach nur wieder, wieder gespawnt, nachdem wir das Spiel geladen haben, beziehungsweise da das das Rätsel da gemacht haben, oder was heißt Rätsel? Die Fragerunde, besser gesagt. Schauen wir mal, was jetzt hier da hinten ist. Okay. Wir haben ja im Übrigen, es ist ja, keine Ahnung, wenn man interagiert. Es ist schon mittlerweile, das ganze Wunderland sieht mittlerweile schon echt seltsam aus. Also, es ist schon echt viel kaputt gegangen hier, muss man dazu sagen. Beziehungsweise der Verfall oder keine Ahnung. Der macht hier ganz schön was kaputt. Ach, da geht's, das ist die Raupe, glaube ich, ne? Das soll die Raupe darstellen. Haben wir hier, da haben wir wieder so komische fliegende Verfalldinge. Dann schauen wir mal hier, da kommen jetzt bestimmt wieder Gegner. Natürlich. War ja klar. So. Was passiert eigentlich? Kann ich das Ding hier auch benutzen? Au! Ja, kann ich, aber ich glaube, ich treffe die damit nicht immer. Aber es ist doch sehr effektiv, glaube ich. Auch nicht. Nutze die TNT-Kanone, um die Wand aus der Ferne zu zerstören. Ach so. Geht das so? Ja, es funktioniert. Interessant. Ach, hier haben wir noch ein Fläschchen. Ziehen wir mal an. Nehmen wir das auch gleich hier. So. Dann holen wir hier noch die. Ach so, Moment. Glück gehabt, dass er mich nicht erwischt hat. Aber er hat mir auch ganz brav Leben zurückgegeben. Jetzt schauen wir nur ganz kurz, ob hier noch irgendwas ist. Da ist das Symbol für die Teekanne. Das haben wir gemacht. Das heißt, die Wand ist eingerissen. Dann schauen wir mal. Da oben. Da oben ist noch eine Flasche. Jetzt, Moment, ich springe mal ganz kurz hier rüber. Dann hole ich mir das. Wir müssen, glaube ich, da eh hin, wenn wir die, die Flasche holen wollen. So, dann springen wir hier hoch. Dann kommen wir auf den Vorsprung. Nein, was?
Toll. Das... Oh, Mann. Ich dachte, ich bin da schon längst drauf. Das sieht man manchmal so schlecht, wo man jetzt eigentlich ist. So. Zack. Und dann hier hoch. Dann holen wir die Flasche auch noch. Wir kriegen die Flaschen, muss ich dazu sagen, irgendwie verdammt viele jetzt am Anfang, ne? Also wenn ich jetzt mal ganz kurz... Halt, Moment, hier war's. Wir haben in diesem ganzen Spiel 18 Flaschen und wir haben allein in den ersten paar Minuten jetzt schon 5 Stück eingesammelt. Krass. Da unten noch irgendwas? Nee, ne? Ansonsten... Oh, was? Also, ansonsten ist hier nichts mehr, ne? Haben wir alles eingesammelt. Nein! Oh, Glück gehabt. Ich bin aus Versehen runtergesprungen. Toll. Aber ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr. Oh, nicht schon wieder ruckeln. Ansonsten ist hier nichts mehr. Das heißt, wir müssen dann hier lang. Da unten haben wir noch irgendwas. Was haben wir hier? Ah ja. Der mich von hier. Ja, der trifft mich sogar von hier. Der hat aber ganz gute Aiming Skills. Alter, warum ruckelt das die ganze Zeit? So, das war ganz kurz. Bevor ich jetzt darüber gehe, ich würde mich nur gerne umgucken, ob ich jetzt alles habe. Fast so aus, dass wir alles haben. So, machen wir den hier mal fertig. Nein! Das war der falsche Knopf. Das Ding, das wirft... Ach so, das wirft zu Stacheln, wusste ich gar nicht. Ich einfach mal vollkommen planlos langlaufe. So, okay. Na, komm her, komm her. Na, wirf schon. So. Endlich, Mann, verreck! Verreck, hab ich gesagt! Verreck! Geht doch. So. Oh, komm, oh, komm, runter mit dir. Mistviech. Mann. Das ist ganz schön nervig. So. Hallo? Also entweder klemmt hier die Taste am Controller oder der backt sich einfach fest, der Charakter. Ich glaube, ich muss mir mal einen neuen Controller kaufen. Der ist schon extrem abgenutzt auch. Ich glaube tatsächlich, die Taste bleibt einfach ab und an mal hängen. Hm. Gut, muss man dazu sagen, ich habe den Controller, glaube ich, seit... Keine Ahnung, wann kam die Xbox 360 raus? Genau seit dann habe ich den Controller. Und da war er auch sehr oft im Einsatz schon. Naja. So, dann müssen wir da hoch. Und
Weiter geht's. Zack. Na toll. Aber ich glaube, wir haben eh Leben voll, ne? Ja. Leben haben wir alle voll, das ist wurscht. Oh. Jetzt weint sie nicht nur mehr, sondern ist auch noch komplett zerstört, die Statue. Boah, die schon wieder. Oh. Ein Zug, der fliegt. Toll, ein fliegender Zug. Das ist bestimmt der Transrapid. Hier haben wir nichts, ne? Oh, ich hab immer irgendwie... Ich hab immer so ganz das miese Gefühl, dass ich irgendwo was übersehe. Dass ich einfach irgendwo vorbeilaufe und plötzlich ist einfach irgendwo... Ja, habe ich was vergessen. Mir ist übrigens aufgefallen, ich schwebe nie. Man kann das so schön gleiten hier. Mache ich eigentlich nie. Oh, nicht schon wieder so ein Viech. Hör doch mal das Ruckeln auf. Mann. Was? Was war das? Was war das denn? Fliegt sie, schwebt sie einfach mal durch die Gegend wie Jesus. Hallo? Netz, mach doch hier mal. Achso, da ist so irgendwas runtergefallen. Drum, ich habe mich gerade gewundert, was fällt denn da jetzt runter? Was war denn das? So, hier ist nichts mehr, dann können wir hier mal weitergehen. Hier war doch auch noch irgendwo Gegner, ne? Ja, genau. Da war einer und da war auch noch so ein Zuppeldingens. So ein ekliges, schleimiges Verfallteil, keine Ahnung. Boah, dieses Geruckle, ne? Ich muss sagen, das ist echt ein bisschen nervig, aber ich weiß, wie gesagt, nicht, woran das liegt. Ich höre irgendwas. Achso. Ich habe ihn gehört, ich habe ihn nicht gesehen. Tschüss. Toll, da fallen die Zähne einfach mal runter. Das ist auch schön. Okay, wie komme ich da hoch? Ist irgendwo eine Schweinsnase? Das Problem ist, die Musik ist ja so laut. Ich weiß gar nicht, ob ich Schweinsnasen hören würde. Naja, da haben wir wieder so komische... Mausneugier. Reicht das? Das reicht im Leben nicht, oder? Nein! Vor allem nicht, wenn es dann mittendrin, wenn man losspringt, das Ruckeln anfängt. Toll. Nee, das reicht im Leben nicht. Okay. Plan B. Wir gehen mal weiter und schauen, ob wir irgendwo eine, so ein Schweinchen oder irgendwas finden, was uns dann den Weg aufmacht. So. Ist weg. Steuerung, ne, ist manchmal sehr geil. So. Tschüss. Hallo? Tschüss. Hall. Das funktioniert ja gut. Ah, okay. Du, das macht, es macht natürlich keinen Sinn, wenn ich auf die Dinge schieße, wenn die, wenn die in dieser, diesem schwarzen Zeug drin sind, sondern ich muss wirklich auf die Gesichter dann zielen, um die töten. Okay. Okay. Ach, da ist ein Schalter da hinten. Okay. Ach so. Na toll. Boah. So, weg mit dir. Und die Herzen fliegen. Und die Herzen und Zähne fliegen natürlich nach unten. Ist auch sehr schön. Okay, Moment. Wir kommen. Es ist gerade ein bisschen verwirrend, wo ich hier tatsächlich jetzt hin muss. Also da unten geht's lang. Hier unten kommen wir. Oh, Alter. Hier unten kommen wir zu der Erinnerung.
Und wieder ist Zähne nach unten gefallen. Sehr schön. Das ist sehr toll. So, machen wir das mal. Achso. Boxen hat er erst später dann gerendert, weil ich mich gerade gewundert habe. Hä?